Tobi, genieße die Sonne. Ja, ist geil, ne? Finde ich auch. Tobi war beim Friseur. Der sieht wieder richtig gut aus. Nicht mehr so struppig. Oder was hast du dazu, Chef? Ja, die Sonne kommt, ne? Ja, genau. So, Stoßstangen abnehmen beim Tuchern ist gar kein Thema. Hier oben ist ja der Kühlergrill mit anbefestigt. Da oben sind die Schrauben, da rechts und links. Die müsst ihr rausnehmen, dann zieht ihr den einfach nach vorne weg. So, da ist eine Schraube drin, da ist eine Schraube drin, da ist eine Schraube drin, da ist eine Schraube drin. Da unten, rechts und links, da ist eine Schraube drin. Und natürlich hier ganz runter, die müsst ihr loshaben. Hier oben ist ein Clips drin, den müsst ihr losmachen. Und das gleiche auf dieser Seite, hier seht ihr das noch besser. Da ist also ein Clips drauf. So, man sieht es. Man sieht es jetzt besser. So, da ist ein Clips drin. So, und dann ist das eben halt hier im Rathaus mit den vier Schrauben befestigt. Und natürlich müsst ihr dann auch hier unten, sind dann auch noch einmal durchgeschraubt. Die müsst ihr auch abmachen. Und dann könnt ihr eigentlich im Regelfall die Stoßstange einfach abnehmen. Fast. Well. Der Temperaturfühler ab ist. So, und selbst hier fällt euch schon der ganze Scheißdreck entgegen. Ja, der über, keine Ahnung wie lange der da schon drin ist. Sehr lange auf jeden Fall. So, die bringe ich jetzt erstmal in Sicherheit. So, jetzt haben wir erstmal den ganzen Zirkus davor weg. Das ist nicht angenehm, also garantiert nicht. Ja, ihr seht hier noch einen Prallfänger vor. Hier liegt auch alles voll mit Gemüse. Ja, die liegen sogar hier, seht ihr? Da sind die Steine, die ich meine, die dann eben halt vor den Klimakühler fliegen. Das ist gar nicht so lustig, das mag der überhaupt nicht. Ja, und dadurch kriegt man dann Probleme, ne? Das ist eben so. Und hier, ja, was sonst so auf der Straße rumfliegt, das liegt hier alles drin. Grauenhaft, hier noch mehr Steine. Hier auch, ne? Ja, hier auch so ein Stein. Ja. So, deswegen sagte ich ja, da ist jede Menge Luft nach oben. Hier liegt überall Dreck und Scheiße vor. Also das ist nicht wenig, das ist richtig viel. Das ist alles nur Kacke, Dreck, Mist und alles, was ein Auto über die Kilometer halt so einsammelt. Ja, sieht nicht schön aus. Hier hat er auch schon mal einen unter die Nase gekriegt. Ja. Das sieht man dann eben halt. Und ihr seht hier, die Steine nehmen kein Ende. Hier liegt sogar wieder einer. Ja, das ist natürlich dieses grobkörnige Gestein, was hier so alles so rumfliegt. Das ist nicht gesund für den Klimakühler. Und das schlägt natürlich hier überall ein. Überall da, seht ihr das? Dass dann überall im Klimakühler dann eben halt in den Lamellen die Steine vorknallen. Das mag der nicht, weil normalerweise muss das so aussehen. Und ihr seht, hier sind überall Steine eingeschlagen. Ja, und dass da irgendwann mal ein neuer reingehört, das spricht für sich, ne? Und eben halt auch die Trocknerpatrone hier, das ist natürlich alles so eine Sache, das muss man tauschen. Gut, dann machen wir erstmal das eine und dann schauen wir mal das andere.
das nämlich zurück. Das war hier wahrscheinlich die Oma, die hier immer mal vor rückwärts draufgefahren ist. Ja, wo man mir gesagt hat, da wäre nichts und hier und da. Ja, ihr seht, hier ist der Träger gebrochen. Ja, das sind die versteckten Schäden. Man sieht an den ganzen Geschichten da überhaupt nichts, aber eben halt hier. Hier hat er nachgegeben, hier ist es ein bisschen gebrochen. Ja, hier werden wir das gleich ein bisschen ausflicken. So, und dann werden wir das hier eben halt so machen, dass das eben halt repariert wird und dass das dann nicht mehr weiterreißt, weil das sieht unschön aus und unsexy. Gut, da seht ihr auf jeden Fall, da hinten sind die Schrauben dran. Da ist ziemlich schlecht mit drankommen. Da habt ihr keine Löcher oder sonstiges. Das Kühlerpaket muss als Ganzes nach hinten raus. Ja, ist eben so. Oder ihr nehmt das Ganze, wie es eben halt jetzt so ist, und baut es komplett aus, samt Scheinwerfer und den ganzen Zirkus. Ist jetzt auch nicht mehr wieder, also ich sag mal, wirklich umständlich. Ich glaube, ich baue das komplette Ding hier mal aus, damit man da, ja, ich sag mal, wieder in die richtige Richtung kommt und das alles wieder so hinkommt, wie es muss. Alleine wegen dem hier, ne? Also das gefällt mir nicht. Das ist nicht schön und das sieht nicht gut aus. Und ich würde sagen, ich baue das mal aus. So, jetzt ist diese Schraube total vergriesgnadelt, festgerostet. Das ist aber ein Kunststoffteil und ich möchte wissen, geht das mit Induktion oder geht das nicht? Überträgt er nur auf der Schraube, auf die Schraube, eben halt die Wärme, oder auch auf das Kunststoffteil, weil ihr seht, hier ist noch ein Metallring drin. Es ist gefährlich, aber es könnte klappen. So, es ist ja so, dass der hier passen könnte in bestimmten Situationen, aber eben halt auch nicht. Und wir gucken einfach mal, ja, ob das klappt oder nicht, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt sehen und ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil es kann sein, dass das in die Hose geht. Also, es fängt an zu rauchen. Jetzt sollte man allerdings schon aufhören, weil es knistert schon. Aber es geht nicht los. Es geht nicht los, das ist das Problem. Vielleicht muss man noch ein bisschen Wärme mehr reinbringen. Mal gucken. Ja, man muss aufpassen, das Kunststoff schmilzt schon. Also das geht sehr schnell. Aber ihr seht, hey, es geht los. Es geht los. Es hat funktioniert. Das ist ja das, was wir erreichen wollen damit, dass es eben halt auch losgeht. Und das habe ich vorhin nicht so hingekriegt. Bloß, wie sieht es da drunter aus? Ja, das ist jetzt natürlich tierisch heiß, ganz klar. Ja, wenn der ein bisschen Schaden genommen hat, dann ist es so. Ja, seht ihr? Zack. So. Ich muss hier erstmal was reinstecken, den hier wegschmeißen, so, dass er nicht wegfällt. So, ihr seht, wir haben hier so eine kleine, ja, ich sag mal, so jetzt, wir haben hier so eine kleine, ja, ich sag mal, Beschädigung der Oberfläche. Es ist jetzt aber nicht schlimm, nicht weiter schlimm, damit komme ich klar. Ich habe ihn losgekriegt, was ich vorher nicht gekriegt habe. Und ihr seht, dafür ist das wirklich richtig geil. Ne? Man muss nur aufpassen, wenn da Kunststoff zwischen ist. Also ist das mit Vorsicht zu genießen, aber es ist machbar. Das schleift man hier ein bisschen ab und dann sieht das wieder ganz normal aus. Das ist also nicht so schlimm, das ist kein sichtbarer Bereich. Aber wie gesagt, es funktioniert. Ja, so, im Endeffekt gar nicht schlimm. Alles abgebaut, ja, alles rausgerupft, ja, ganzes Kühlerpaket ausgebaut. Hier unten habt ihr den unteren Schlauch, den obere, der ist hier oben weggeknickt, der liegt da an der Batterie. Ja, im Endeffekt ist das alles gar kein Ding, gar kein Thema. Abgeflanscht die Klimaanlage, also den Kondensator von der Klimaanlage, habe ich hier abgeflanscht. Natürlich bei Leeranlagen, das sage ich dazu. So, hier war nichts mehr drauf. Hier konnte ich das ohne weiteres abklemmen, gar kein Problem. Weil es war ja nichts mehr drauf, die hat ja auch nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen habe ich ja gesagt,
Ich mache hier alles, wenn dann richtig oder gar nicht, weil ich schmeiß den Kühler hier raus, ich schmeiß den Kondensator raus, der ganze Raffe, das fliegt alles raus und kommt neu und ich habe das da stehen und das werde ich jetzt hinters Auto legen, weil ich da einfach mehr Platz habe und dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier das ganze Geraffe liegen, also das Lüfterpaket ist ja noch nie kaputt gewesen, das ist auch nicht kaputt, das bleibt hier drin. Das lösen wir ab, indem wir hier die vier Schrauben rausdrehen. Dann haben wir das in der Hand. Achtet darauf, dass nichts abbricht und nichts wegbricht, weil das brauchen wir später wieder. So, das werden wir jetzt erstmal machen. So, und ihr könnt jetzt ganz klar erkennen, hier unten ist alles voll gesifft mit Scheiße. Ja, das ist halt der Mist, den man dabei mit sich rumschleppt. Ja, ist nicht super, ist auch nicht toll. So, muss ja an der Seite oder von vorne die Schrauben raus. Jetzt kann man den schön rausnehmen. Oh. So. Leiste oben raus machen und dann könnt ihr den so schön da rausziehen. Oh Gott. Ja, wie man sieht, ne? Also, das spricht hier für sich, ne? Also, was hier für ein Dreck drin liegt, ne? Das ist also alles Mögliche, was so auf 300.000 Kilometern alles eingesammelt wurde. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Also, das mache ich jetzt mal draußen ein bisschen anders noch sauber. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich habe hier das komplette, also Paket von Nissens geholt. Ich habe den Kühler von Nissens geholt und ich habe den Kondensator von Nissens geholt, inklusive der Patrone für ja, die Trocknerpatrone. Die ist da mit bei. So, Wasserkühler haben wir hier. Einen schicken neuen. Sieht auch wieder richtig gut aus. So, Dichtungsringe für die Schläuche ist natürlich mit dabei. Das ist super. Ja, natürlich kein Originalteil, weil man muss ja nicht unbedingt Original nehmen. Man kann auch Nachkauf nehmen, das ist gar kein Thema, aber eben halt in vernünftiger Qualität, dann passiert da auch nichts. Haben wir den Kondensator, natürlich auch wieder ebenfalls eine Dichtung für die, also für die Schläuche, ne? Das ist wichtig, dass die dabei sind, also für die beiden Anschlüsse hier braucht ihr auf jeden Fall dann die Dichtung. So, jetzt mal eben den Abfall.
So. Ihr seht, da steht dem Original überhaupt in nichts nach. Außer, dass die Patrone vielleicht etwas kleiner ist. Aber ansonsten ist da alles im grünen Bereich. So. Jetzt müssen wir das natürlich wieder an den Kühler dran befestigen. Dazu legen wir den Kühler natürlich richtig rum hin. Hier unten drunter muss noch eine Dichtschnur geklebt werden, hier von hier nach da. Da muss die Dichtschnur rein. Das müssen wir jetzt erst machen. So, die Sachen habe ich mir natürlich in Originalqualität besorgt. Dafür gibt es dann dieses hier und da klebt man dann oben und unten so eine Dichtschnur rein, damit da auch nichts dran vorbeigeht. Die Leisten, die da aufgeklipst werden. Auch die gibt es in Original neu. Das fand ich auch sehr wichtig. So, das ist die untere. Unterm Kühler. Mit unserem Kühler geklipst. Finde ich auch nicht ganz unwichtig, dass diese Teile ersetzt werden, weil das ist schon ganz wichtig, damit der Kühler auch schön abgedichtet ist und damit auch die Kühlleistung erreicht, die erreicht werden muss. So, dann haben wir hier noch die obere. Alles Originalteile, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, da mache ich jetzt Schmuh oder so. Das sind Originalteile, das seht ihr selber. Ja, kostet halt auch ein bisschen was, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn man das nicht macht, oder nicht dran macht oder wie auch immer. Ja, wo soll dann die Kühlleistung herkommen? Ne? So, mal eben gucken, wo muss ich hinzeigen? Die braucht man dann nicht mehr nehmen, weil die ist total uppe. Die ist total uppe. Okay. Tragisch. Ist auch nicht weiter tragisch.
die gehört nach unten, die kleine gehört nach oben. So, damit wäre erstmal das Kühlerpaket fast komplett. Das muss ja wieder dahin, wo es hingehört. Die Lagerung des Kühlers ist noch in Ordnung. Die kann man wieder übernehmen. Schön festgebacken, die ganze Kram. Da wieder draufstecken. So. Das kann dann auch weg. Hier haben wir wieder den Rahmen. Wir wollten aber noch etwas machen. Wir wollten da oben nochmal eben den Rahmen flicken, weil er ja da kaputt ist, und das will ich jetzt als erstes erstmal wieder machen. So Leute, ich habe das jetzt repariert, natürlich mit dem Verfahren, was ich sonst auch mache, einfach hier die Drähte reinschmelzen und dann eben nachher mit Kleber wieder verdichten, und dann ist das wieder bombenfest, läuft. Ja? Das spart übrigens unheimlich Geld, solche Reparaturen. Der Träger ist ja nicht kaputt, also ich muss ihn ja deswegen nicht wegschmeißen. Das ist einfach nur, ja, damit da wieder Stabilität reinkommt, und da ist Stabilität drin, und deswegen, also wird er nicht nur durch diese Eisenstücke, Metallstücke gehalten, das ganze Ding, sondern es ist halt eben auch, dass da auch Stabilität rein muss, und die haben wir jetzt wieder. Ja, ihr seht, da oben ist wieder alles sauber, so wie sich das gehört, und dass man solche, ja, solche Dichtlippen nicht mehr wiederverwendet, ne? Das sollte einleuchtend sein. Ihr seht hier die ganze Nässe, die dazwischen sitzt. Hier, das ist alles nichts von Welt, ne? Also ihr könnt zwar hier diesen Kram hier runter machen, das ist ja gar kein Thema, ne? Hier, aber ihr seht selber, was sich da mit der Zeit unterm Kühler abgesammelt hat, und sowas wollt ihr natürlich nicht am neuen Kühler haben, und deswegen macht man sowas nicht. Man baut diese Sachen nicht da wieder dran, damit, ja, das sieht einfach nicht aus, das ist einfach scheiße. Das ist doch viel besser, wenn man da das neu nimmt, und ihr seht, das ist also wirklich an der Zeit gewesen, den zu ersetzen, weil der ist überall durch, hier und vorne und hinten, und ist mittlerweile auch schon durchgesottet durch den Kondensator, und ja, irgendwann ist dann auch mal Feierabend, ne? Das ist einfach so, ja. Den bauen wir auch nochmal auseinander, also dass der Kondensator vom Kühler wegkommt, damit ihr seht, was da noch für ein Dreck drin sitzt, weil das ist nämlich auch nicht unerheblich. Und ja, auf jeden Fall.
So, falls ihr euch fragt, was das hier für eine Kunststoffabdeckung ist, ja, das ist was, was ich im Ethika gefunden habe. Das kommt vom Offroad, weil das soll große Steine fernhalten von dem Klimakühler. Ich lasse mich da mal überraschen, ich teste mal aus. Ich probiere das einfach mal aus und dann kann ich euch darüber berichten, ob das was gebracht hat oder nicht. Weil ihr seht, ihr ist schön die Waben freigelassen. So, das wird hier einfach nur vorgeklemmt mit zwei Klipse, rechts und links. Und ist einfach, ja, ich sag mal, davor und schützt den Kühler halt vor großen Steinen. Es sind ja nicht die Rippen, wo das Kühlmittel durchgeht oder das Kältemittel, sondern hier diese feinen Striche, die hinter diesen Kunststoffdingern sind. Und das schützt eben halt so ein bisschen. Ja, und alles andere sieht man. Ne? Gut, das wäre es dann erstmal gewesen. Puh. Nö, wieso? Hätte ich schon was gesagt. Schwer die Schrauben. Ja? Ja. Sehr schwer. Das ist schwer. Kann man anpacken, wie schwer die sind. Ja, die sind schwer. Warum sollen die so schwer sein? Da muss man halt bloß den Finger anpacken, dann weißt du, warum die schwer sind.
alles wieder zusammen, alles wieder fertig, alles wieder frisch und alles ist wieder gut, alles ist dicht, vor allen Dingen. So, Klimaanlage muss noch befüllt werden, ganz logisch, weil ist ja nichts mehr drauf. Und ansonsten, ja, kann er wieder laufen. Alles wieder gut. Getriebeöl habe ich noch nebenbei noch mitgewechselt. Ja, da habe ich jetzt keine Verfilmung von gemacht, weil ich einfach denke, ja, das ist nicht so schwer, das kann jeder. So, Getriebeöl habe ich mitgewechselt, weil der auch immer wieder mal so ein bisschen, also außerdem 300.000 ist das Öl da schon drin, ne? Da muss das schon mal weg, das ist einfach so und müssen wir eben halt auch mal das Öl wechseln. Gut, auf jeden Fall alles wieder zusammen und vor allen Dingen das Highlight werde ich ja wieder berichten, ob das auch was bringt mit diesem Steinschlagschutz, weil da bin ich einfach drauf gekommen, weil ich ein Ethika durchgeblättert habe und da war dieses Gitter drin. Und dann habe ich nur gedacht, an das Gitter. Das soll vor großen Steinschlägen schützen. Gut, habe ich gedacht, das bestellst du dir gleich mit, weil dann habe ich gleich diese großen Steine, ihr habt sie gesehen, wie ich sie aus dem, ich sag mal, da vorne aus dem Bereich rausgekratzt habe. Das ist schon nicht unerheblich. Also, ich finde es soweit okay und ich würde mal sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne, wie immer, abonnieren, Daumen hoch, Klingel drücken, wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt. Ja, und wie gesagt, wir werden dann mal sehen, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall noch den Rost weg, das kommt ja auch noch. Ich habe das erstmal mit Hohlraum versiegelt und dann schauen wir mal. Okay Leute, haut rein, macht's gut, schönes Wochenende und ich würde sagen, bis dahin, euer Frankie.